Guten Morgen. Heute geht es mal um das leidige Thema Versorgungssicherheit, weil ich glaube, es ist noch den meisten Menschen nicht klar, wie dramatisch die Lage tatsächlich ist und auch werden wird. Schauen wir uns mal an, wer die Top 10 Weizenexporteure auf dieser Welt sind. Also einmal Russland, da wird ja sicherlich ordentlich was wegfallen jetzt. Dann wir als Europäische Union, da wird auch was wegfallen und zwar aufgrund von politischen Rahmenbedingungen, die gesetzt werden sollen, darf man das überhaupt noch so nennen? Da regt sich ja zum Glück Widerstand. Da geht es ja einmal darum, dass wir 10% stilllegen sollen, 25% in Europa, 30% bei uns in Deutschland auf Öko umstellen sollen. Das kostet uns 50% des Ertrages, sind also dann nicht 25, sondern 12,5%, insgesamt 22,5% weniger. Dann macht das 24 Millionen Tonnen aus. Australien muss erstmal gucken, wie die dort ernten auf der Südhalbkugel. USA, Hashtag America First. Wir wissen ja alle, was da passiert. Der Amerikaner wird dann das für sich behalten, genau wie der Inder das jetzt auch macht. Die 10 Millionen Tonnen können wir uns ja wegdenken. Ukraine, wissen wir alle selber, was da gerade los ist. 20 Millionen Tonnen werden ja zurückgehalten. Also muss man vorstellen, die Menge, die wir dann irgendwann in Zukunft produzieren werden. Unglaublich. Argentinien, werden wir sehen, was da weiterkommt. Aber das Problem ist einfach, wir sehen jetzt schon Unruhen. Sri Lanka, ich blende das mal gleich ein, was da gerade los ist. Das sind Bilder von der BBC. Und Sri Lanka hat ja diesen Wahnsinn schon mal durch, den wir machen wollen. Sri Lanka hat ja gesagt, wir werden ohne Pflanzenschutz und alles auf Bio umstellen und kommen damit klar. Und die haben nur Missernten gehabt. Und deswegen regt sich da extremer Widerstand. Der Hunger ist so schlimm. Und statt wir jetzt mal wirklich überlegen, wie können wir Landwirtschaft in Zukunft sinnvoll betreiben, statt müssen wir einig werden. Wir brauchen Umweltschutz. Ja, aber qualifizierten Umweltschutz. Nicht einfach pauschal was stilllegen. Und da müssen wir mal die Köpfe zusammenstecken. Stattdessen immer wieder, und hier heute zitiere ich tatsächlich die Taz, Fleischkonsum ist das Problem. Nee, ist es nicht. Fleischkonsum ist Versorgungssicherheit. Wir können alles auf Feldern, wo halt kein brotbackfähiger Weizen wächst. Wir können auf Grünland, wo nichts anderes anbaubar ist als Grünland, das verwerten, in ein Tier hineinstecken und zehren von dem Tier das ganze Jahr. Stattdessen wieder Trogteller-Diskussion. 60% landen im Trog. Es ist einfach gelogen. Ich gehe da gar nicht drauf ein. Es ist einfach dumm. Aber was passiert denn? Wir haben ein dramatisches Bauernsterben in der EU. Allein hier in Österreich geht man davon aus, bis 2040 62% weniger Landwirte, 80% weniger in Polen. Und was ist denn dann? Ich dachte, Autarkie ist das Stichwort schlechthin hier überhaupt. Und dann wundern wir uns, Greenpeace wundert sich und behauptet, dass 90% des österreichischen Schweinefleisch nicht mal die Kriterien der Haltungsstufe 1 hat. Ach nein, das ist ja jetzt was ganz Neues. Die landwirtschaftlichen Betriebe, die Sauenhalter, die Schweinemastbetriebe, die in den letzten Jahren viel Geld in die Hand genommen haben, sich auf die Politik und auf die Gesellschaft, auf uns alle verlassen hat. Und wir haben gesagt, wir wollen mehr Tierwohl, wir sind auch bereit, dafür mehr zu bezahlen. Das passiert eben nicht. Und die legen gerade 35 Euro pro kleines Ferkel dabei. Ehrlich Leute, so ist es, so ist die Lage. Die sterben weg wie die Fliegen. Interessiert uns? Nein, null. Und was sehen wir gerade? Total interessant. Fragt mal den Einzelhandel, Lebensmittel-Einzelhandel, was gerade rapide einbricht. Das sind die regionalen Produkte und die Bioprodukte. Warum ist denn zum Beispiel Biomilch aktuell billiger als konventionelle? Warum vermarkten Biolandwirte ihre Produkte auf dem konventionellen Markt? Es ist ein Irrsinn. Der Absatz bricht jetzt schon ein. Und keiner von euch hat bisher die aktuellen Strom- und Gaspreise auf einer Rechnung gesehen. Also, ich kann das verstehen, das ist menschlich, dass ich sage, ich brauche den Urlaub. Ich werde mit meiner Familie nicht darauf verzichten, auf meinen Urlaub. Ich greife dann einfach ein Regal tiefer. Das ist die logische Konsequenz daraus. Aber wir machen genau das Gegenteil. Bauernbashing, geiles Beispiel. So, passt auf. Schulbuch, 3. Klasse. Die Biene. In der Stadt locken begrünte Dachterrassen, ungedüngte Verkehrsinseln und Wiesen der Stadtparks Bienen an. In der Stadt ist es 2 bis 3 Grad. Wärmer. Ich dachte immer, das ist schlecht, deswegen versuchen wir bei uns hier im Stadtrat die Stadt zu begrünen, um es abzukühlen. Aber nein, ist anscheinend cool, weil die Bienen lieben das ja. Stadtimker ernten deshalb deutlich mehr Honig als Landimker. Und das Genialste, wo ich dachte, jetzt drehen sie komplett ab, Stadtbienen sind somit gesünder als ihre Schwestern auf dem Land. Mais- und Getreidefelder werden in wenigen Tagen abgeerntet. Schlagartig entstehen grüne Wüsten. Ja, natürlich sind die grün. In denen die Bienen weder Pollen noch Nektar finden. In der Stadt blüht immer etwas. Genau so sieht's aus. Auch zu Heiligabend.